Ja, ist ein guter Freund. Und wir hatten jetzt auch mit der Frau bis oder immer Kontakt gehabt. Conny hat ja hinter mir gespielt, im linken Mittelfeld. Und dadurch hat man ja auch sehr viel Kontakt gehabt. Man musste sich gut verstehen, damit das Spiel auch rollt oder auch im Abwehrverhalten. Und so hat sich das dann über die Jahre hinweg auch zu einer Freundschaft entwickelt. Conny war in erster Linie großer Kämpfer. Ja, und er konnte andere mitreißen. Ja, er konnte sich in die Spieler noch sehr gut hineinversetzen. Hat auch gewusst, wann das Training mal dosiert werden müsste. Oder wenn man eben mal ein bisschen mehr Gas geben müsste. Er war ja nach der Wende, ist er dann nach Neukirchen bei Bonner wieder zurückgegangen, hat dort Meuselwitz mit großem Erfolg trainiert. Die sind ja mehrfach aufgestiegen, bis jetzt Regionalliga. Das ist in erster Linie ihm mit zu verdanken.